So, Mahlzeit. Ich wollte mal was Schönes zeigen. Wir sind hier in Holland in Giesbeck auf dem See. Kennen mit Sicherheit viele. Ich wollte mal ein schönes Spielzeug für eine Corsiva. Einmal gucken. Hoffentlich lesbar. Ist eine 475er New Age. Mitten kann man, glaube ich, gut gucken. Ein 6er Navy Evo. Elektromotor. Und jetzt kommt was Lustiges, Leute. Aber dafür muss ich, glaube ich, die Kamera umdrehen. So, nochmal das gleiche Spiel in grün. Modell. Schöne Corsiva. Pastellblau. E-Propulsion-Steuerung. E-Propulsion 6er Navy. Evo. Baujahr 22, also letztes Jahr. Mit einer Speedschraube. Und etwas, was ich gebastelt habe. Achtung! Der Panikstift, damit man den immer ziehen kann, wenn was passiert. Verbunden mit einem Linearmotor. Kosten 40 Euro. 12 Volt Motor. Verbunden mit einem Kinderjoystick. Alles provisorisch, Leute. Also keine Sprüche von den Profis. Und jetzt achtet mal drauf. Fragt sich jeder, was das bringen soll. Kann ich euch sagen. Bei Vollgas hebt das Boot vorne ab. Also zu wenig Gewicht vorne. Kann man mit dem Spielzeug einfach Kabelchen lang lassen. Hinsetzen vorne, ohne dass jemand sieht, dass hier einer sitzt. Die Steuerung kann man abmachen, ist mit Klettverschluss dran. Also kein Problem, kann man mitnehmen nach vorne. Man kann einfach sogar bis nach vorne, bis zur Spitze und steuern. Ist das nicht geil für faule Menschen? Schönen Gruß noch, tschüss. So, dann natürlich wieder ein paar Fragen kommen. Welche Batterie, wie teuer und so weiter. Ihr wisst alle, was die Originalen kosten, also muss ich hier nicht aufklären. Ich zeige euch mal was. Eine Alukiste vom Bauhaus. Und ein selbst gebastelter Akku. Mit schönen Zellen aus China. 280 Amperestunden. Fahrzeit bei Vollgas getestet. Jetzt über mehrere Tage mittlerweile. Locker über 2 Stunden. Bei Halbgas habt ihr 2 Tage mit drin. Durch den See hier oder auf dem See hier vorne. Darf man sowieso nur noch in KH fahren. Also ist man so bei, ungelogen, 2000 Watt braucht man dafür, um 9 km zu erreichen. Könnt ihr selber ausrechnen. Ich bin so der Meinung, locker 3-4 Tage ohne aufzuladen. So, jetzt seid ihr dran. Originale Batterie hat 175 E-Propulsion. Meine kostet auch locker 4,5 plus Ladegerät, weiß jeder, wie die Preise aussehen. Von mir aus 4,3. Das Ding, was ich da drin habe, inklusive alles, natürlich selbst gearbeitet und alles angeschlossen und geguckt, um die 3, mehr nicht. Ladegerät aus China, AliExpress, ist ja nichts. Baugleiche Geräte, 250 Euro.
Mit 25 Ampere kann man dann laden. Den habe ich natürlich zu Hause. Ist genau baugleich wie auf dem Bild von Appropagen. So. Das machen dann die anderen Leute auf dem Boot. So, jetzt nochmal zu Appropagen 6er Navy Evo. Bei einer Speedschraube, die ich da drunter habe. Und meiner Schaluppe. Versuchen wir bei 1000 Watt. Machen wir eine leichte Kurve. Eine größere Kurve. So, ausgeglichen. Auf 7 runter, jetzt so wie ich gesagt habe, 2000 Watt versuchen wir mal, oh, fast. Na gut, von mir sind da 2000. So, gerade Ausfahrt, 9 km/h. Auf 3, fast, bei 10, und jetzt achtet mal drauf, wie schön das ist. Also sobald man drüber geht, ist vorbei mit den Geschwindigkeiten. Weil die Schaluppe halt nicht mehr kann. Ganz einfach. Hier mal 4000 Watt. Ja. Dann sind wir bei 10. Sind wir bei 11, bei 6000 Vollgas tut sich da kaum was in der Endgeschwindigkeit. Kaum. Also wir fahren von mir aus ein bisschen Gewichtsverlagerung von vorne. Bleibt bei 11,5, Ende aus, Mickey Maus. Nochmal zum Vergleich. So, 3000. So viel Unterschied ist das. Nochmal kurz. km/h bei 500 Watt. Ist das nicht geil?